Hallo Freunde, willkommen zurück in Elk Mountain. Ich habe jetzt meine Sojabohnen geladen und die muss ich jetzt verkaufen. Zum Feed Store müssen wir. Der blinkt hier in der Mitte, genau in der Mitte. Ich muss also raus. Im Moment durchs Dorf, durch die Stadt. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das heißt, wir gucken mal, dass der jetzt zum Shop kommt selber. Das war es jetzt schon mal nicht. Mein Drescher packt gerade am Baum. Es ist ja auch schlecht, hier eine Fanglinie drum zu ziehen, nur die Bäume so nah sind. Wir müssen den einen oder anderen mal wegkappen. Kein Weg zum Shop. Was haben wir denn hier gemacht? Ich habe eine Fanglinie. Noch so, umso besser. Aber ich habe keine Linie weg, nur zum Feld hin. Dann machen wir das doch jetzt mal. Also. Eigentlich wollte ich Gras einsammeln und ein paar Kühe kaufen, aber jetzt machen wir das hier. Ich hätte auch mein Multisilo hochgeladen, jetzt könnte ich das setzen. Egal, wir sind jetzt hier dran, das machen wir zu Ende. Oder erstmal so weit wie nötig. Jetzt zum Beispiel wäre es schön, wenn das reicht. Er sagt, er hat einen Job, außer es steht da ein Traktor im Weg. Aber wir sind jetzt mal schon wieder hier und daraus kommen wir nicht wieder raus, das wissen wir jetzt. Ja, also Holzfällen muss ich dann auch noch. Ich habe gedacht, das bliebe mir erspart. Gut, wie gesagt, hier kommen wir nicht raus. Du bist im Weg, also. Der kann jetzt mal zum Shop alleine fahren und vom Shop aus machen wir eine neue Linie. Derzeit können wir hier ein bisschen Gras aufsammeln. Es ist ja nicht viel, also. Ich habe jetzt den größten Grund genommen, der für meinen Schlepper hier für den kleinen Trecker möglich ist. Den größten Laderwagen. Damit ich nicht mehrmals fahren muss, obwohl ich glaube nicht mal, dass ich ihn voll bekomme. Also die Spart ist nicht gerade hoch. Aber jeder fängt mal klein an. Das ist jetzt die Frage, ob man hier pflügt und Gras ansät. Oder ob man doch die große Weide hinmacht und ich weiß, ob die Weide, ob man da Geld machen kann, die freilaufenden, oder ob die nur zum Mästen da sind, dass man die dann wieder verkauft, wenn sie schwer genug sind.
Das muss ich mir dann anschauen. So, jetzt fährt der andere Schlepper alleine zum Shop, hoffe ich. Und dann bleibt nicht immer hängen. Bei der ersten Tour ist man wie so eine Mutter. Man möchte eigentlich gucken, was der Kleine gerade macht. Ob er das schafft. Jetzt machen wir den erstmal voll. Ja, das Land gehört mir nicht, ist in Ordnung. Aber schön, dass ich darauf gespart legen konnte. Aber das freie Land, vielleicht kann ich da noch was kaufen. Auch das muss ich mir mal anschauen, wie man Land kauft hier. Oder in welchen Parzellen oder welchen Größen. Nicht von Wegabkommen abgelenkt gewesen. So, der ist aber gleich voll. Wir müssen da mal gucken, was die Kühe machen. Unser Kuhstall wenigstens. So, ohne groß nachzudenken, habe ich mich entschieden für Kühe. So, dann müssen wir schauen, wie es hier weitergeht, wie das hier aussieht. Da kann man welche kaufen, das ist schon mal gut. So, was da? Das heißt, nur zum Überladen kann ich da keine kaufen. Wollte ich doch welche kaufen. Also hier gibt es Futter. Da drin gibt es Güller, okay. Muss ich dem Wasser geben? Hey, das ist was Neues. So, was ich nicht verstehe, gibt es ja auch Gülle. Okay. Gülle drin und draußen ist auch neu. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt die Kühe selber holen muss. Das wäre jetzt nicht das Problem. Es wäre mir neu, dass ich den nicht am Stall kaufen kann. Ich werde den jetzt mal ein bisschen wegziehen, hier den Truck. Was für ein Sound. Wow. Ich liebe das. Zum Motor ausmachen, wenn ich aussteige. Jetzt gibt's Mecker. Jetzt kann ich hier welche kaufen. Okay. Also ich habe mal gelernt, dass die am besten laufen, frisst Milch geben. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Das sollte ich jetzt mal klären.
So, und das sind schon mal zu wenig Geld, um da 60 Kühe zu kaufen. Machen wir da mal 10 von. Machen wir von denen auch mal 10. Und von den Jungtieren nehmen wir auch mal 10. Auch schon 30 Kühe. Ich sollte mal gucken, wo mein Träger ist. Er steht im Shop. Sagenhaft, es hat funktioniert. Ich bin entzückt. Gut. Dann müssen wir jetzt nur noch hingucken, wo wir hinwassen. Das heißt, wir müssen wieder auf die Route auf jeden Fall. Ich denke, dass wir hier von der Hauptstraße dahin kommen. Und die Linie gibt es schon. Es sind noch viele Punkte anzufahren. Gucken, ob das funktioniert, ob man das alles verkauft hat und überall die Sachen wiederfindet. Aber wir machen das Schritt für Schritt, wie wir es brauchen. Da habe ich schon gesagt, Missionen sind sehr gut dafür, denn die bringen einen auch in Stellung, wo man mal nicht hinfährt, und da kann man zwischendurch die Sachen auch in Autodrive einfahren. Immer Feld und Verkaufsstelle. Sollen wir mal schauen, ob wir da sind? Eigentlich sind wir da. Das heißt, wir müssen hier rein. Und dann machen wir mal einen blauen rechts auf die Markierung. Einmal so und einmal wieder raus. Und von der Seite auch rein und wieder raus. Und dann nehmen wir den hier auch noch. Man weiß nie, wofür es gut ist. Wir müssen da geradeaus. So, wir hören hier schon wieder auf. Machen wir den aus. Und machen da einen grünen hin, machen wir einen schönen Bogen. Den lassen wir, den binden wir später an, wenn wir ihn brauchen. Den kenne ich hier. Wenn ich da mit dem Truck rauf muss, der dann bis noch eine Kippfunktion hat, dann ist das hier eine Katastrophe. Ja, jetzt hängt er. Wie nennt sich das? The Feed Store. Den lassen wir jetzt mal hier, sobald wir irgendwo einen LKW haben. Hinterher werden wir es verschieben müssen, weil der etwas länger ist und vor allem weiter vorne steht.
zum Abladen, auch für diesen kleinen Hänger ist das jetzt gut. So, jetzt müssen wir wieder an unseren blauen. Ja, wenn du das GPS-Ding klickst, kann dir nichts passieren. Da wird aber auch nichts passieren. Er findet den Weg nicht. Das ist irgendwo wieder ein Fehler drin. Der Fehler ist aber auf dem Weg bis zum Shop, denn von da aus geht's ja. Immer, das ist das Problem am Anfang, aber man sollte es machen, auf jeden Fall diese Fehlersuche. Ich könnte sagen, ich verschiebe es auch später, aber ich habe ja noch eine Ladung, die dahin muss. Im Moment kann ich es ja eingrenzen, wo es hingeht. Also hier habe ich nochmal irgendwo abgesetzt, also müsste das hier funktionieren. Test zwischendurch. Nein, mag er nicht, also ist der Fehler noch weiter vorne. So, merken wir uns den Parkplatz hier mal. Fehler doch ausgemerzt, den ich hatte. Es gibt einen zweiten Fehler auf dem Weg zum Hof. Das ist nicht gut. Entschuldigung, wenn ich jetzt seitlich mit der Kamera gehe, da kann ich die Linie besser verfolgen. Und es kommt ja kein Gegenverkehr, den ich abgeschaltet. Hey, man kann auch nicht lenken, wenn man falsch guckt, das ist das Problem. Also. Sind hier wieder bei der Brücke, die ich nicht mag. Da ist der Fehler nicht. Das ist das, weswegen ich die Brücke nicht mag. Man bleibt irgendwo am Bordstein hängen. Den Weg zum Hof nicht, das ist echt seltsam. Aber er hat vom Hof den Weg zum Shop gefunden, da bin ich schon mal sehr beruhigt.
Also von Kreuzung hier zum Hof ist der Fehler. Schön, man kann es eingrenzen, ist schon mal gut. Es ist langwierig, ja, wenn man so lange Strecken hat, aber also von Feld 5 aus ist irgendwo der Fehler zum Hof, das ist ja dann nicht mehr ganz so weit. Deswegen sagen wir, probiert die Strecken aus. Hopp, da haben wir den. Von hier zu Feld 5 ist irgendwo ein Fehler. Und den müssen wir finden. Und ich habe ihn nicht gefunden. Das ist erschreckend. Stopp, 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 stopp. Da ist der Fehler, da ist der Fehler. Man sieht ihn direkt vor mir. Der Pfeil geht in die falsche Richtung. Diese Verbindung ist falsch rum. Ich habe davon eine blaue Linie gehabt, weil ich in beide Richtungen fahren wollte. Und das habe ich geändert. Und jetzt kann ich sagen, Fehler behoben. Schön. Und das ist auch schon das Ende des Videos. Tut mir leid, aber die Sachen müssen gefunden werden. Also haut auf die Glocke, abonniert, wenn es gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Und, bleibt gesund, macht's gut, bis dann.